Hey Leute, ich bin jetzt gerade auf dem Weg in die Uni und zwar haben wir heute ein Sommerfest-Event mehr oder weniger. Und eigentlich wurde gesagt, wir sollen traditionelle Kleidung unseres Landes mitbringen, wenn wir die denn haben. Aber da es nicht wirklich traditionelle Kleidung für Deutschland gibt, denn Dünde und Lederhosen sind irgendwie eher traditionelle Kleidung für Bayern. Und ich sowas auch nicht besitze und vor allen Dingen nicht mitgebracht habe. Und es hieß auch, wir können aber auch traditionelle Kleidung eines anderen Landes tragen. Deswegen bekomme ich heute von einer Freundin einen Yukata geliehen, den ich dann gleich anziehen werde. Und ja, ich nehme einfach die Kamera mal mit und zeige euch, was dann heute so passiert. Das hinter mir sind jetzt sozusagen die Tanabata-Bäume, an die man seine Wünsche dranhängt. Schreibt man halt auf einen Zettel und schreibt seinen Namen drauf und dann hängt man das da dran. Weil wir heute trotzdem noch Uni haben, geht es jetzt mit dem Lehrbuch bewaffnet zum Japanischunterricht. So, und jetzt nach dem Unterricht geht's auch zum Nagashisomen-Event. Und zwar ist Nagashisomen eine Art Nudel-Event, was Japaner gerne im Sommer machen. So, das Event ist jetzt vorbei und wir ziehen jetzt die Yukatas aus und damit beende ich das Video und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Oh, he that time.